wer weiß. Also wird das Waterworks hier doch nochmal wichtig. Na gut. Isaac Lake? That's the name of the former head of the Clarkson family. When he retired, they built this lake to commemorate his career. That's why it's called Isaac Lake. They wanted people to remember the power of the Clarkson family every time they used their water, huh? You sure don't miss a beat. The water level's higher than I expected. They probably haven't been out here to check on it since Lise was murdered. I bet that's where the water gets sucked up into the water tower. Uh-oh. Mr. Alligator. Never thought I'd have to use you to fight a real alligator. Just what does that skeletal gentleman have in mind for us, Zack? Verjage den Alligator und untersuche die Wasserversorgungspumpe. Na gut. Wow, jetzt ist sie aber Alligator-Party. Ich finde das sehr sympathisch, dass das Spiel eben einem wirklich nur Betäubungsgeschosse gibt. Und es ist auch hier die Rede davon, dass wir die Alligatoren vertreiben und nicht etwa töten oder so. Wir vertreiben die nur. Das ist ein bisschen komisch dargestellt, aber die Questbeschreibung würde uns ja nicht anlügen. Meine Güte, kommen da eigentlich unendlich viele? Ich meine, theoretisch kann man hier super gut die Töte oder besiege 100 Millionen Alligatoren-Quest machen. Aber die sind riesig. Ich glaube, da kommen wirklich unendlich viele raus, oder? Kann man echt gut Alligatorenteile farmen. Ich glaube, ein bisschen mache ich das jetzt noch hier. Ich sollte die Uhr im Auge behalten. Wir müssen bald aufhören und ich würde gern speichern vorher. Ich meine, wie viele Alligatoren kann es hier schon geben eigentlich, ne? Wow! Vielleicht müssen wir einfach durchlaufen. Irgendwie tun uns die gar nichts. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, die treffen uns nicht. Blöde Alligatoren. Gegen mein Skateboard seid ihr machtlos. Zeig ich doch. Das ist aber schon jetzt nicht nett gewesen. Gerade lobe ich das Spiel noch dafür, dass man die nicht wehtut. Und jetzt sowas. Ich wäre auch wütend, wenn mein Mittagessen mir ein Auge aussticht. Okay, jetzt könnten wir zwar speichern, aber eine Viertelstunde haben wir noch. Vielleicht reicht das, um das hier zu lösen, was auch immer wir genau hier lösen müssen. Wenn wir nur das Ventil drehen müssen, dann
Dann schaffen wir das. Okay, Zack. Let's head back to the Holy Allah. We need to confirm with our own eyes that we've completed the Skeletal Gentleman's Oracle. Okay. Warum eigentlich? Warum reparieren wir den Wasserturm? Ich bin gespannt. Wahrscheinlich wird jetzt irgendwas total Wichtiges an die Oberfläche geschwemmt oder irgendwie sowas, ne? Stimmt. What? Oh, wo kommt denn der her? Der ist irgendwie kleiner als die anderen, oder? Aber dafür schneller. Guckt euch das an, da draußen wuseln voll die Wuselalligatoren durch die Gegend. Wie sind denn die überhaupt hier reingekommen, bitte? Okay, nix wie weg hier. Los geht's. Lebend kriegt er mich nie. Also hier sind echt viele Alligatoren. Ich glaube, wenn man unbedingt Alligatorenteile braucht... Leonard Doman, a.k.a. Professor R. How could such an intelligent person like her suffer such a tragic downfall? Does the South really corrupt people, like Patty said? This sunlight certainly seems capable of breaking someone down. No matter how you try to resist it, it's so hot it feels like I'm burning up. But that doesn't explain it. Perhaps we really do need to focus on the Clarkson bloodline itself. Everything in this town, whether it's visible or invisible, it all carries shades of their influence. Buildings, people, conversations, food, right down... Ja, ich denke auch. Wahrscheinlich wird irgendwas Wichtiges angespült jetzt oben. This town sure is peaceful, Zack. Yes, I know. I know what you're about to say, but that's why we're here, to protect this peace. Isn't that right, Zack? Oh, Town! Lena Doman, a.k.a. Professor R. How could such an intelligent person like... Okay. Jetzt bin ich gespannt, was wir finden. Zack, the Holy Allah is filling up. Looks like we'll be able to take a warm, invigorating shower tonight. Ja, genau. Vorher hat er gesagt, dass der Druck unserer Dusche so niedrig ist. Aber wir haben doch die Dusche extra repariert und er hat doch noch gesagt, wie super cool der Druck ist. Verstehe ich nicht. Patty, are you okay? No. Not really. Worried about your parents? Well, of course I am. My mom is sick, you know. And she got even worse starting about a year ago. She used to be so beautiful, but now she looks like a completely different person. She can't even get up out of her own bed no more. I'm sorry to hear that. I already hurt you once in the past, and now it looks like I've gone and done it again. No, I know Mama's illness ain't your fault, Agent York. It's... more about Daddy. He... He what? Nothing. Just forget it. Hey! Y'all get down from there right now! I said get down here, goddammit! Ah, dich bräuchte ich, aber als NPC rumstehend. Das wird jetzt nicht funktionieren. Naja, egal. The heir to the Clarkson legacy has come for us, Zack. Any oh, missed. You rotten little snakes! This is private property, goddammit! I get...
I could arrest you for drunk driving, but I simply haven't got the time. Not done. What? What did you say? Ever since you got here, my whole family... Now they're all dead. You're Satan. You came here to destroy the Clarksons. You destroyed them. Satan. Satan? Not quite, Daniel. I'm just an agent carrying out a mission in accordance with federal law. On the contrary, I came to put a stop to all these problems. You might even consider thanking me for it. Federal law. Mission accordance. Bastard wants me to thank him. I lost everything. My treasure. At least my old baby girl. I don't know. I don't know what I'm gonna do now. You reap what you sow. God damn it. Whether you like it or not, you're the new heir to the Clarkson legacy. You could rebuild their empire, or resign it to the ravages of time. Do whatever you like. But you'll no longer be able to borrow a certain someone's power and march around like you own this town. You need to accept that and prepare to survive. Zack, it's no use. The skeletal gentleman is a strict one, that's for sure. We're going to have to figure out what the giant lady's finger is if we want to continue on with this oracle. Lady's finger. Lady's finger. I'm at a loss, Zack. The only thing that comes to mind is a certain lady in glasses who displayed her middle finger to a truck driver. The student driver who was driving the car that Leslie Nielsen jumped into in order to chase down a criminal. 1988, directed by David Zucker, The Naked Gun. That car chase was terrific. It felt like we were watching one of our own car chases from the real world. That director must have gotten some advice from actual police officers. Otherwise, there's no way he would have been able to film such a realistic chase. Hey, Agent York, can I say something? If you're looking for ladies' fingers, you know that's another name for okra, right? Another name for okra? Und was ist okra? Yeah, okra's pretty common here in Louisiana, so most people know about its other name. Huh. Okra. My talented assistant strikes again. You solved the oracle instead of me. Let's hurry over to the okra farm at once, then. And find the biggest piece of okra while we're at it. Hey, Agent York. The key word is giant, so it must be rather large. I'll bet it looks positively grotesque, Zack. And just imagine the stickiness. Ooh. I think I'll refrain from taking a bite. Ich glaube, ich muss mal schauen, was Okra ist. Okra German.
Das Wort Okra ist der westafrikanischen Sprache entlehnt. Okay, die heißen auch im Deutschen Okra. Ich weiß nicht, was Okra sein soll. Gemüse-Eibisch. Ich weiß auch nicht, was Gemüse-Eibisch ist. Abelmoschus esculentus. Auch das weiß ich nicht. Sieht ein bisschen aus wie Bohnen oder sowas. Tja. Naja, sagt mir nichts. Verschiedene Namen für die Pflanze bekannt. Essbare Eibisch, Gombo-Bohne, Okole, ägyptische Bohne, Gambo, Gombo, Griechenhorn, Grünschnabel, Hibiskusfrucht, Hibisco, Ladies Finger. Ah, steht hier sogar auf Wikipedia. Dann muss es stimmen. Pappelrose, Rosenapfel, das sind echt viele Namen. Meine Güte. Ja, wenn ihr mit irgendwie mit einem dieser Namen was anfangen könnt, dann wisst ihr jetzt Bescheid und mehr als ich. Aber gut. Hey, Agent York! Our town doesn't have an okra farm. No? Okra farm? Relax. Just follow me. I reckon I know where we're supposed to go. Na, wäre das gut, wenn ich jetzt mit ihm reden könnte. Aber leider haben wir ihm nur geruchsbelästigt. Hä, was ist jetzt? Hey, Agent York! Where are you going? Stay close to me, or I'm not gonna show you where your next stop is. Ach so, jetzt müssen wir ihr nachlaufen. Hey, aber kann ich kurz noch irgendwie speichern? Hier war doch ein Telefon in der Nähe, oder? Oder nicht? Ich dachte, hier war ein Telefon in der Nähe. Mal schauen, hoffentlich kommen wir an einem Telefon vorbei. Not that. Stay focused. Ja, ich bin doch... Was soll ich denn noch machen? Ich bin doch hinter dir. Darf ich jetzt nicht mehr skaten oder wie? Ihre Laufanimation sieht auch lustig aus. Wie sie die Hände so krallenförmig irgendwie. Wie ein kleiner T-Rex. Lauf, kleiner T-Rex, lauf! Nicht gegen die Wand. Gut. Gut, Kurve gerade noch gekriegt. Ich fürchte, ich muss jetzt einfach mit dir mitlaufen. Ich kann jetzt nicht speichern und nix. Es hilft nix. Wie mit dem Dalmatiner vorher, Mensch. Nur, dass sie mich ruft und auf mich wartet wenigstens. Okay. Warum nicht? Oh, ups. Einmal kurz aufs Handy geguckt während des Gelbons fahren und schon... Ja, hey, jetzt nerv mich nicht. Ich bin doch direkt hinter dir. Meine Güte. Willst du eigentlich nochmal was für das Kreaturenkabinett machen? Nee, habe ich jetzt aktuell nicht vor. Ich bin momentan mehr als ausgelastet. Das ist erstmal für wahrscheinlich lange Zeit auf Eis gelegt. Wer weiß, ob ich da jemals was dafür mache nochmal. Aber vielleicht. Doch, Bock hätte ich ja. Aber keine Zeit. Wie wir müssen noch laufen. Das ist ja wirklich wie mit dem Dalmatiner.
Kannst du mir nicht einfach auf der Karte zeigen, wo ich hinfahren soll? Dann fahre ich schon mal vor. Ich meine, die hat eh ganz schöne Ausdauer, oder? Nicht schlecht. Ich komme noch nicht mal ins Schnaufen bis jetzt. Ach ja. Ich würde gerade echt einfach nur gern speichern jetzt für heute und aufhören. Aber das geht wohl nicht. Hey, wollen wir nicht einen Byburn rufen? Wir könnten hinfahren. Wie wär's denn damit? Auch nicht. Ja, okay, dann halt nicht. Mein Gott, Vorsicht, da kommt ein Auto. Oh, okay. Ich glaube, wir sind da. This is the giant lady's finger. Ah. Okra boy. Just eat okra. He's kind of like the town mascot. Okra boy. You're right. No matter how you look at him, he really is a giant lady's finger. But, Patty, there's no okra farm in this town, is there? That's right. Then why did they choose okra for the town mascot? Good question. Das stimmt. He's been here for as long as I can remember. Daddy said he remembers Okra Boy being around when he was a kid, too. The plot thickens. Was ist mit den ganzen Okra-Farmen passiert oder so? Ist wahrscheinlich... Wer weiß. Zack, doesn't it look like he's pointing at something? Dum dum dum! Let's follow that white glove. Patty, that's it. Hey, Bywolf. Hi. Danke fürs Followern. Schön, dass du mit dabei bist. Ah, okay. Nur von 6 bis 23 Uhr können wir das machen. So, jetzt stehen wir zwar schon direkt davor, aber ich würde jetzt trotzdem gerne sehen, wo der nächste Speicherpunkt ist. Ich bin eigentlich schon ziemlich müde sogar heute. Wir sind auch schon im Begriff, Schluss zu machen für heute. Ich suche eigentlich nur noch ein Telefon, das nächste, bei dem wir speichern können. Ich glaube, hier ist nur im Gebäude ein Telefon, ne? Dann müssen wir zur Tankstelle am besten. Ich bin heute schon ziemlich lange unterwegs, deswegen bin ich echt schon ein bisschen matschig. Matsche, matsche, matsche. Why do you think the Clarksons chose a dragonfly for their family crest? Donnerstag geht's auch gleich wieder weiter mit Deadly Premonition und ich werde vielleicht, wenn ich Zeit habe, ich bin mir gar nicht sicher, ein bisschen privat weiterspielen, werde mich aber hauptsächlich auf die Fotos konzentrieren. Why do you think the Clarksons chose a dragonfly for their... Weil ich denke, die sind nicht super interessant, wenn ich einfach irgendwelche Orte abklapper. Das kann ich, glaube ich, auch zwischen den Streams machen. Aber die Hauptstory und die wichtigere Nebenquests machen wir auf jeden Fall. Hey Zack, it looks like we were right on the money. Stream. Tracing the song. Auch die fertigen Alben, wenn ich alle Fotos gesammelt habe, abgeben, werden wir wahrscheinlich eher nur im Stream machen. Nicht, dass wir irgendwas Witziges oder Cooles verpassen. Schnell speichern!
Oh, Kelly. Na dann, Leute. Das war's dann für heute. Schön, dass ihr mit dabei wart. Hat mich gefreut. Und wie gesagt, am Donnerstag gibt's jetzt dann den ersten Special-Stream für diesen Monat. Durch den 24-Stunden-Stream hat sich das Ganze ein bisschen nach hinten verschoben. Aber Donnerstag jetzt der erste Special-Stream. Und dann, ja, genau. Sehen wir uns dann hoffentlich. Macht's gut. Bis dann. Ciao. Tschüssi. Papa. Ciao. Auch von mir. Knuspi, der Knuschelhase. Oder so ähnlich. Wie heißt der gleich nochmal? Gute Nacht. Ciao.